Heute habe ich einen speziellen, interessanten Gast. Das ist ein Künstler und Geschäftsmann aus Oettlingen. Es ist kein geringer als wieder Gerhard Hannemann. Gerhard, danke, dass du Zeit genommen hast, um ein kleines Gespräch mit uns zu führen. Gern. Bist du einer von Oettlingen? Ich wohne seit 40 Jahren in Oettlingen, komme ursprünglich aus Binzen und habe dann hier oben geheiratet. Meine Frau aus Oettlingen. Aha. Und Schulgang bist du in Binzen? In Binzen, ja. Gerhard Hannemann hat eine gut florierende Druckerei in Oettlingen gehabt. Wann hast denn du deine Druckerei gegründet? Oh, die Druckerei habe ich 30 Jahre gehabt, habe sie vor 5 Jahren verkauft und habe dann angefangen mit meiner Kunst, was ich ja früher schon gemacht habe, bis 20, wollte sie immer wieder machen und habe dann wieder vor 5 Jahren angefangen mit Malen und mit Kunstdrucken. Wenn man so eine Druckerei aufmacht, was musst du da gelernt haben? Ja gut, ich habe ursprünglich Textildrucker gelernt, habe dann in sämtlichen Druckbranchen geschafft. Tapete, Endlosdruck, Digitaldruck und habe dann, wie gesagt, 30 Jahre Druckerei gehabt, auch mit Textildruck, was sehr interessant war. Was hätte dich eigentlich bewogen, die Druckerei aufzugeben und nur noch aufs Malen auszugehen? Also ich habe wieder 2004, das heißt vor über 10 Jahren, angefangen zu malen, habe dann vor 5 Jahren Druckerei verkauft. Und mit dem Gedanken, dass ich dann auch jetzt, wenn die Räumlichkeiten frei werden, in dem alten Gebäude eine Galerie aufmache. Und somit habe ich dort wieder angefangen, 2004 malen. In seiner Galerie haben einige Künstler ihre Bilder und Werke ausstellen, um der breiten kunstinteressierten Bevölkerung ihre Werke zu zeigen. Doch ist das ein besonderer Wettbewerb gewesen, um in die Galerie zu gelangen? Wie kommt man denn zum Hannemann seiner Galerie? Was muss man da machen als Künstler? Gut, wir haben bis jetzt haben wir in den 5 Jahren etwa 30 Künstler bzw. Gruppen ausgestellt. Ich muss allerdings sagen, wir haben jetzt umstrukturiert, dass wir weniger Kunstwerke ausstellen, weniger Künstler anbieten, weil es einfach auch nicht lukrativ ist. Es ist viel Kosten verbunden. Aber kann das gut gehen, wenn man den Bock zum Gärtner macht im eigenen Garten? Nein, gar nicht, weil wir partizipieren ja alle voneinander. Ich meine, sonst hätte man jedes Art Dorf auch nicht dürfen machen. Sondern Kunst bewegt. Es gibt da viele angenehme Künstler, wo man gut kommunizieren kann, wo man Kunst kann austauschen kann. Egal, ob das jetzt im Bildhauerbereich ist oder in sonst einer anderen Kreativität. Und folgedessen sehe ich nie als Konkurrenz. Sind das eigentlich hauptsächlich Künstler von der Umgebung oder woher kommen die? Also größtenteils schon. Ich habe zwar auch Künstler aus dem Tessin schon. Oder dann aus Bondorf, das ist im Schwäbischen. Also ich bin auch dabei, dass wenn wir wieder jetzt Kunst ausstellen, dass wir überregionale Künstler hierher ziehen. Gut, du hast dich offenbar schwer reduziert mit Künstlern, die ausstellen bei dir. Ist nämlich lukrativ gesehen in dem Fall? Nein, gar nicht. Wenn ich mir überlege, dass jetzt die Galerie braucht einfach zum Kosten decken, 50% circa. Und wenn ein Künstler von einem Kunstwerk 1.000 Euro kriegt, er 500 Euro, dann muss er noch Steuer zahlen, dann bleiben 250 Euro übrig. Es funktioniert einfach nicht in der Kunst. Das ist viel zu teuer, wir zahlen viel zu viel Steuer. Gerhard Hannemann hat schon immer ein Herz für Kinder gehabt, also für den Nachwuchs. Und so hat er ab und an in seine Werkstatt die Jungen eingeladen. Ist das bei diesen jungen Künstlern gut angekommen? Wunderbar, das werde ich auch wieder auffrischen. Die dürfen dann auch mal kurz im Drucken, also die Nullschnitt, tun sie in der Schule vorbereiten. Die kommen dann mit der ganzen Klasse und drucken. Am Anfang sind ein Teil Kinder skeptisch da, aber nachher haben die riesige Begeisterung. Schön. Und da sind alle, Buben und Mädchen, alles kommt da? Vor 5 Jahren ab bis 15, 16. Ah, super. Vielleicht gibt es ja mal den neuen Künstler, da ist die ganze Geschichte. Genau, oder? Das will man auch forcieren. Da du eigentlich immer sehr kreativ bist, was geht beim Hannemann im Köpfli vor für neue Sachen? Oh, das wird schwierig. Also ich habe da ein bisschen was wissen. Hunderte von Ideen. Ich weiß gar nicht, ob ich die verwirklichen kann. Also im Moment bin ich dran, dass man, das gibt ja so eine Lichttherapielampe, dass ich die verwende für meine Bilder bestrahle und reflektiere. Sehr interessant, gerade in düsteren Jahreszeiten.
Und da bin ich das am entwickeln, kommt auch sehr gut an. Ansonsten so licht beleuchtete Bilder. Also ich habe noch viel auf dem Programm. Ich wollte von ihm wissen, wieso macht er das? Geht er back to the root? Es ist natürlich interessant, nur kleine Serien zu machen. Die Industrie macht ja meistens dann ein Massenprodukt. Und hier geht es wirklich dann um ein Handwerk. Und das Handwerk heißt, wir sehen das nachher beim Drucken, wir haben wirklich nur eine Serie zwischen 10 und 30 und dann wird alles vernichtet. Das heißt, wir haben nur eine limitierte Auflage. Von Hand produziert. Also du musst noch lang machen, oder? Ja, versuchen wir es. Genau. Kommen wir zu einem anderen Thema. Du hast ja das Art Dorf, kann man sagen, erfunden, entwickelt, oder wie ist das? Und wer hat dir denn dazu geholfen? Meine, das, die Idee haben ist eins, aber ausführen kann man nicht alles allein machen. Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen, das Art Dorf? Ja gut, ich gehe seit Jahrzehnten in der Putze und das ist eine Ortschaft, die heißt Casoli, 15 Kilometer vor Pescara, 10 Kilometer vom Meer weg. Und das sind etwa doppelt so groß wie Ödlingen, 50 großformatige Bilder an der Wand, 3-4 Meter. Allerdings sind die fest montiert auf Gipsplatte. Das heißt, sie hängen eigentlich ewig dort. Und dort habe ich dann 3 Jahre hintereinander, war ich dort und habe das betrachtet und komme dann erst auf die Idee, das hier in Ödlingen zu machen. Das heißt, es ist nicht von mir gekommen, sondern es existiert schon in diversen Ortschaften, aber in Deutschland nicht. Also eben, wenn ich sage, in Baden-Württemberg, auf jeden Fall ist es einmalig, oder? Ja, es haben jetzt 4 Ortschaften versucht, das nachzumachen. Ja. Eine hat es geschafft, das ist Rösrath bei Bonn. Aha. Da sind wir in Kontakt. Die haben auch etwa 70 Kunstwerke ausgestellt. Gut, aber ich meine, das ist ja Bonn, ist ja weiter weg. Das ist ja für dich keine Konkurrenz in dem Sinn. In der Gegend meine ich jetzt. Aber. Ja, aber ich sehe grundsätzlich überhaupt nie Konkurrenz, sondern ich finde einfach, Kunst gehört zum Leben. In jedem Haushalt sind Kunst, Möbel sind aus Kunst, Textilien, alles was man hat, ist Kunst. Und man sollte es eigentlich mehr fördern, mehr begeistern. Hat es eigentlich Widerspruch gegeben da im Dorf? Nein, überhaupt nicht. Also es sind ein oder zwei, die ein kleines Problem gezeigt haben. Aber man muss auch sagen, Ödlingen ist seit hundert Jahren mit Künstlern konfrontiert. Dauer, Rösch und noch zig andere. Folgedessen ist die ganze Ortschaft immer mit Kunst konfrontiert gewesen, hat es auch begeisternd aufgenommen, was jetzt noch ist. Und das finde ich toll an Ödlingen. Also die ganze Bevölkerung steht eigentlich hinter dran. Wie muss man sich das vorstellen? Hängst du einfach dort Bilder an die Wand oder machst du Staffeleien, die da stehen? Oder wie muss man sich das vorstellen, die Art Dorf? Nein, es ist so, der Künstler muss sich bewerben, muss einfach qualitativ was drauf haben. Und somit zeige ich das dem Hausbesitzer. Es wird eine Fotomontage gemacht. Das wird vom Kulturamt und vom Denkmalschutz abgesegnet, dass es auch seine Richtigkeit hat. Und somit kann der Künstler dann werken. Meine Kollegen, Familie bzw. Bekannte, die helfen mir dann, die Sachen montieren. Und die Idee ist einfach, dass man zwischen 3 und 5 Jahren das ganze Kunstobjekt wechselt. Und wie kommst du zu deinen Künstlern, wo sich da... Denn was ich gesehen habe, ist zum Beispiel, dass Künstler hat aus Spanien und Gibraltar, ich weiß nicht, wo die überall her sind. Wie kommst du zu denen? Ist das eine Szene, die sich kennt untereinander europaweit oder wie läuft das? Ja, ich denke, wir sind vielmals Zufälle. Oder Leute, das hat sich halt bekannt gemacht in den letzten, sind jetzt immerhin 10 Jahren, hat sich bekannt gemacht und somit bewerben sich einfach Künstler, die gerne mitmachen würden. Mittlerweile müssen wir aussuchen, dass es auch passt. Wobei ich muss sagen, die Hausbesitzer stellen jetzt Anforderungen, was ich toll finde. Die müssen sich identifizieren mit der Kunst und sagen, es gefällt mir. Und es ist auch spannend jetzt, die Bilder jetzt wechseln und neue Künstler oder halt die bestehenden dann wieder darauf hinzuführen, ein neues Kunstwerk zu bringen. Es ist ja da kein Eintritt, wenn die Ausstellung ist. Wer übernimmt denn die Unkosten? Ja gut, das Ganze läuft zum Nulltarif. Also außer jetzt im Tag der Kunst, dass wir jetzt 10-Jährige haben, ist gar kein Geld geflossen. Das heißt, was Drucksachen gewesen, habe ich gesponsert mit der Druckerei. Ansonsten haben wir versucht, ein Minimum, die ganzen Helfer kriegen nichts zahlt. Es ist einfach eine freiwillige Arbeit
Und die Künstler kriegen auch nichts gezahlt. Das heißt, die stellen ihre Kunstobjekte kostenlos zur Verfügung. Und auch der Unterhalt, ich meine, die übernachten da, die müssen essen da, die müssen sich verpflegen. Ja, das sind ja wenige, die weit herkommen. Ah. Ich meine, da bietet man halt schon die Möglichkeit, eine kostengünstige Unterkunft oder halt familiär zu unterzubringen. Und das Kulturamt sponsert ihr gar nicht? Gut, man hätte jetzt am Tag der Kunst hätte man einen kleinen Beitrag gegeben, was auch lenkt. Ich möchte auch gar nicht jetzt hier in Szene kommen mit Zuschüssen von diversen Banken oder sonst was, sondern man versucht einfach hier, wenn möglich, ohne Geld oder mit ganz wenig auszukommen. Aha. Ja, alle, die Geld geben, die wollen ja auch etwas, die wollen reinschwätzen, gell? Ja, das ist eigentlich. Ja, genau. Gerhard, das wäre es eigentlich schon mal, ja, mit dir über das schwätzen, über das Art Dorf, über die Kunst, über dein Atelier da und ein bisschen was erfahren, dass du eben die Druckerei aufgegeben hast für all das. Vielen Dank, dass du so offen darüber geschwätzt hast. Auch. Herzlichen Dank und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg. Gib Sorge zu deiner Gesundheit, das ist das Wichtigste. Euch, liebe Zuschauer, sage ich Dankeschön fürs Zuhören und das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay.